Ja, also ob ich eine Macke habe, ich denke mal, für viele bin ich vielleicht doch zu laut, doch zu schrill, however. Also ist Manuel Flickinger perfekt für den Dschungel geeignet. Der Prince Charming-Kandidat der ersten Staffel freut sich schon mega auf den Dschungel. Ich hätte damit never ever gerechnet. Und auf einen seiner Mitcamper besonders. Ich freue mich mega sehr auf Harald Klöckler. Also ich habe ja auch sogar mein Esszimmer in einer pompösen Tapete tapeziert. Pompös wird die Zeit in Südafrika eher weniger. Vor allem das Essen tendiert in Richtung Fad. Das gute Essen werde ich vermissen. Bin ja mal gespannt, wie ich mich mit Reis und Bohnen schlagen werde. Ach, und wenn Manuel nicht satt wird, kann er ja immer noch zur Essensprüfung gehen. Mein Credo, ich versuche wirklich alles zu essen, alles zu schlucken, egal was man mir irgendwie hinserviert, ja. Und solange ich nicht irgendwie mit Kopf unter Wasser muss. Also das ist für mich wirklich dann die Hölle, das No-Go. Aber so vom Essen her einfach Schluck runter, wie so ein Eiweißshake. Die trinke ich ja auch von daher. Ein Problem könnten für Manuel dafür aber schweigsame Mitcamper werden. Ich bin auch ein Mensch, ich rede viel. Ich bin auch sehr mitteilungsbedürftig und dann erhofft man sich natürlich auch, dass man gehört wird, ja. Und das wäre, glaube ich, so das Blödeste, wenn einem da so, ja, nichts, wenn da nichts zurückkommt. Manuel hat einfach viel zu geben und ich kann mich nicht oft genug bedanken und das Geld spielt für mich jetzt in diesem Format keine Rolle. Eben ein Camper aus Leidenschaft.